Schön, dass ihr wieder da seid bei einer neuen Folge von Lipstick Talk. Ja, ich möchte heute über ein ganz mystisches Thema mit euch sprechen, nämlich über den Mond und wie er in Verbindung mit der Weiblichkeit steht. Ich selbst habe schon als kleines Mädchen den Mond am Sternenhimmel oft beobachtet und mich durch ihn mit dem ganzen Universum verbunden gefühlt. Ja, und heute widme ich diesem prachtvollen Exemplar eine Folge. Ja, und als ich dann noch erfahren habe, dass der Mond ganz stark in Verbindung mit der Weiblichkeit und unseren Emotionen steht, da wusste ich, das ist ein Thema für mich. Here we go! Also, der erste Zusammenhang ist folgender. Der Mond braucht 28 Tage, um die Erde zu umkreisen. Und, wer hätte das gedacht? Genauso lang dauert roundabout der Menstruationszyklus der Frau. So sind also unsere Zyklen miteinander verbunden. Früher waren diese Zyklen oder der Menstruationszyklus ganz automatisch dem Mondzyklus angepasst, aber durch Beeinflussungen des künstlichen Lichtes können in unserem Menstruationszyklus einfach, oder der kann einfach davon abweichen, ne? Ja, wir sind ständig auch nachts von künstlichen Lichtquellen umgeben, sei es vom Fernsehen oder vom Computer oder von Benutzung unseres Handys oder sogar auch Straßenlaternen. Ja, und diese künstlichen Lichtquellen, die können den biologischen Rhythmus des Zyklus der Frau beeinflussen. Also wenn manche Frauen Probleme mit ihrem Zyklus haben, sei es, dass der sehr kurz ist oder die Regel auch mal ausfällt, dann kann das tatsächlich mit den künstlichen Lichtquellen zusammenhängen. So, meine Lieben, das sind jetzt erstmal die Hard Facts. Aber was genau hat jetzt der Mondzyklus mit dem weiblichen Zyklus zu tun? Prinzipiell gibt es zwei Hauptphasen. Die erste Phase ist die Neumondphase und wird dem Winter zugeordnet. Diese Phase ist, wenn die Menstruation beginnt. Und hier möchten wir uns meist zurückziehen, wir möchten unsere Ruhe haben. Das ist ein guter Moment, um in die Stille zu gehen, zu meditieren oder einfach sich selbst mehr wahrzunehmen. Wir haben dann keinen Bock auf lästige Gespräche. Also hey, der Körper recycelt gerade angehäufte Energie auf natürliche Art und Weise. Also ist es auch völlig in Ordnung, wenn du nicht immer erreichbar bist oder einfach keine Lust hast, jemanden zu treffen. Deswegen mein Tipp, nimm dir eine Auszeit und sei gut zu dir. Die zweite Phase ist der Halbmond und wird dem Frühling zugeordnet. Also diese Phase findet etwa so statt eine Woche nach der Periode. Ja, und hier fangen wir so langsam wieder an, uns zu erneuern. Die Energie kommt zurück und wir fühlen uns so ein bisschen wie neu geboren und haben so ein Yeah! Ich könnte Bäume ausreißen oder Fallschirm springen oder was kostet die Weltgefühl. In dieser Phase sind unsere Emotionen stabil und die Lebensenergie ist auf ihrem Höhepunkt. Wir sind dann sehr gesellig, haben Lust auszugehen und wollen Spaß haben. Ich denke, die meisten Ladies da draußen kennen das. Ja, es gibt natürlich noch mehrere Phasen, aber das sind so die wichtigsten in dem Mondzyklus und die in Verbindung mit unserer Weiblichkeit stehen. Ich finde, anhand dieser Gegenüberstellung zeigt sich ganz gut, warum der Mond das Symbol für die Weiblichkeit ist. Und ich finde, es gibt uns auch irgendwie Hilfe dabei, dass wir sagen können, okay, Ladies, wir stressen uns nicht so doll bei Menstruationsbeginn und es ist dann auch in Ordnung, wenn man nicht voller Kraft strotzt oder voller guter Laune ist oder nicht immer so in Leichtigkeit schwebt. Nee, es ist völlig in Ordnung, weil der Körper räumt auf und recycelt und braucht seine ganze Energie dafür. Wir sind Geschöpfe der Natur und sollten uns immer mehr und mehr darauf zurückbesinnen. Sei also gerade in den Tiefphasen achtsam und liebevoll mit dir. Also Girls, nochmal, es ist völlig in Ordnung, wenn man sich mal zurückzieht und nicht so gut drauf ist. Verurteile dich nicht, denn du brauchst genau diese Phasen. So ihr Lieben, nun kommen wir zum Ende einer doch sehr interessanten Folge, wie ich finde. Und sollte doch einer der männlichen Spezies zugehörten Zuschauer bis zum Ende durchgehalten haben, dann Chapeau. Vielleicht verstehst du uns Frauen jetzt etwas besser.
Gut, ich wünsche euch erstmal alles, alles Liebe. Ich freue mich sehr über eure Kommentare. Schreibt mir doch gerne, ob euch dieser Zusammenhang schon bekannt war. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr bei der nächsten Lipstick-Folge wieder dabei seid. Und ich freue mich natürlich dreimal freuen über ein Abo und ein Like. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, eure Belladonna.